Mein Name ist Billy Lurk, auch wenn sich nicht mehr viele an ihn erinnern. Ich war jahrelang versteckt, als Kapitänin der Dreadful Whale. Als Schmugglerin, Hehlerin, vielleicht Verräterin, je nachdem, wen man fragt. Namen werden überschattet von dem, was die Leute danach flüstern. Wenn man sich lange genug vor der Welt versteckt, wird man irgendwann vergessen und lebt allein mit seinen Entscheidungen. Aber ich vergesse nie, wer mich aus der Gosse gerettet hat. Daud, das Messer von Dunwall. Ein Name auf den Lippen Verzweifelter und Sterbender. Mörder einer Kaiserin und Retter einer anderen. Die Flamme der Schande lodert lange. Ich verriet Daud und er verschonte mich. Ich ließ Dunwall und meinen Namen zurück, voller Zweifel, ob ich seine Vergebung wert war. Jahrelang lachte ich über mich selbst. Wollte ich die Vergebung eines Mörders? Gnade kann tiefer schneiden als jedes Messer. Aber Vergebung ist etwas, das man um seinetwillen tut. Und für jene, die einen verletzt haben. Ich weiß, dass Daud in Karnaca ist und ich muss ihn finden. Jede Nacht wochenlang der gleiche schreckliche Traum. Ein Straßenkampf, mein Arm leblos in der Gosse. Mein Auge vom Schwert eines Gardisten ausgestochen. Und wenn ich aufwache, schmerzt es noch für Stunden. Es ist grauenhaft. Das hat mir immer Trost gespendet. Du hast es für mich gestohlen, Deirdre. Jetzt ist es meine einzige Erinnerung an dich. Noch so ein Relikt aus alten Tagen. Aber immerhin noch scharf. Dieser Boxclub in den Albaka-Bädern ist meine letzte Spur. Daud muss dort sein.
Raub, Spionage, Taschendiebstahl. Daud hat mich so einiges gelehrt. Damit komme ich erstmal über die Runden. Gut, dass der alte Mann es nach Norden geschafft hat. Welch Glück, ihn kennengelernt zu haben. Wer sich wohl jetzt mit ihm rumschlagen darf? Ihre kaiserliche Majestät ist also wieder auf dem Thron. Wenn sie wüsste, was ich hier tue, würde sie mich wegen Verrats anklagen. Hättest du so ausgesehen, süße Deirdre? Ich schätze, ohne Daud wäre ich wohl kurz nach dir gestorben. Ich suche nun schon seit Monaten. Ich weiß, du bist hier, Daud. Irgendwo. Jeder in Dunwall hatte Angst vor ihm. Außer ich. Kanaka ist voller Geheimnisse. Hinweise, wo Daud steckt, habe ich nur, weil er sie mich finden lässt.
Seit ich ihn kenne, hatte Daud das Zeichen des Outsiders auf seiner Hand. Ich habe in jedem bandenverseuchten Drecksviertel danach gefragt, aber ohne Erfolg. Dieser Club wird von der Bande der Augenlosen geführt. Beherrschen angeblich schwarze Magie. Wenn das stimmt, hat Daud vielleicht was damit zu tun. Der Motor ist hin und im halben Schiff steht fingerbreit Wasser. Die Tage der Dreadful Whale sind wohl gezählt. Der Bahnhof ist schon lange ungenutzt. Das Schiff war schwer zu verstecken, aber bisher ist es sicher. Was gibt's Neues, meine haarigen Freunde?
waren, die Meeresgeruch folgen, Seele hoch im dunklen Schiffsbau verstecken, Holz schaukelt, Wasser fließt, Salzgeschmack, neues Zuhause. Seele im Wasser, Na schön, die alten Albarca-Bäder sind nicht weit weg.